Meister Igor kann eine Kugel im Helm der Rüstung erkennen. Das ist nicht das richtige Objekt. Wieso nicht? Da ist irgendeine Kugel drin. Und wo ist... Wir sind nach Venedig rein. The channels are empty. The influence of the corruption is awesome. The influence is awesome. This statue. Is this the queen of vampires? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ja, bitte. Gern geschehen. Und danke. Of her fame. It is a She wields some strange flower. We must break everything. Ich sag ja, der inkompetente Igor ist der einzig coole Typ. Range of ideas, but this time I agree. Also, ihr könnt jetzt meckern, wie ihr wollt, von wegen, wie ich den kurzen Stream-Ausfall einfach nicht bemerke. Ich habe insgesamt 16 gedroppte Frames, das heißt, da ist noch so gut wie gar nichts passiert, was bei so einem Spiel hier... Und ich hatte auch keinen Stream-Ausfall, Freunde. Aha. Hatte ich nicht. Statue der Königin, die Königin der Vampire. You regret this action. Attacking the image of our mistress deserves no leniency. Master, new prey for you. So sieht's mal aus. I do not understand your motivation. You are human. Why choose the wrong side? Why give up this world that is yours? Listen to the beautiful words of the immortal Dr. Van Helsing. My world? What world? Yours, not mine. In this world, I do not exist. In the next, I'll be right by my queen. Powerful and feared, you'll bow down before me. Aha. Better to rule in hell than serve in heaven. Your references do not honor you. Enough. Enjoy your blood, your warmth, your emotions. Hear for the last time your heartbeat. In a few seconds, it will be a distant memory. Ja, aber ganz ehrlich, lieber in der Hölle herrschen als im Himmel dienen. Achso, ach du Scheiße. Oh Gott, wir gehen oben lang. Bam, fuck. Ne. Bravo, gewonnen. Klick um Faust zu fallen. You will ruin her life. She will become a vampire. Ja, ja. Freunde. Was soll ich sagen? Und sie so, oh. Er immer noch so, aber sie so, oh. Nom. Also Helsing und ich werden keine Freunde, aber der inkompetente Igor und ich, das ist, worauf es ankommt. Das ist wahre Freundschaft. Was? Schwere Eisenkugel. 1 von 3. Na, wunderbar. Ansonsten hier nichts, kein Wasser mehr, überall wieder das komische rote Zeug, das Gefängnis des Palastes. Wir können nun den Kanal betreten. Dann mach mal kaputt. Da wundervoll. It's not the same bridge anymore. It symbolizes passion and love, values without doubt, unbearable for the queen of vampires. Also diese Bodenstacheln und das hier oben, die Ketten symbolisieren also Leidenschaft und Liebe. Alles klar, Van Helsing, aber ich bin der Bekloppte. Hier hing was, ne? Ich habe keine Ahnung. Ah ja, ist ja nicht so, dass man daran vorbeilaufen könnte, aber hey. Who am I to judge? This skeleton must be that of the Knight Massini. His body was totally abandoned. No one should be left like this. He deserves a decent burial. Ja, siehst du? How dare the charlatan say so? It was he who ransacked the crypt and the tombs of the ancestors of my master. I destroyed only the Count's coffin. I did not touch the others. Liar! Try to say that, and my master will eliminate you.
Igor, shut up. I do not want your interference. Sei mal nicht so unfreundlich zu Igor. Yes, Master. Was ist dein scheiß Problem, Mann? Tada! Tada! Hier steht Fledermaus, Knochen und zweimal Ast. Ein Ast. Eins nices Ast. Und... wo ist noch eins nices Ast? Und wo ist Fledermaus? Fledermaus und Ast. Fledermaus und Ast. Pilzennagel, Flock, Fliege, Krug, Brief, Käse, Keks, Krähe, Brot, Karren, Kreide. Brot, Krähe. Ich brauche hier immer noch Fledermaus und Ast. Fledermaus. Ah, das war ein Ast. Okay. Karten, Kreide. Das hier ist mit Kreide gemalt. Gut, zählt nicht. Pilzenagelflock. Der ist hier. Pilze. Hier könnte potenziell erstmal alles unter Pilzbefall leiden, aber nee, die sind hier. Kreide, Käse, Keks. Käse. Ist das Kreide? Okay. Und da ist der Brief. Keks. Das soll ein Keks sein. Fliege, Krug, Brief, Nagel. Nagel. Fliege, Krug und Brief. Krug. Aber ganz im Ernst, den Brief, der lag doch hier. Den habe ich doch angelegt. What? Hallo, Brief. Hallo. Hallo, gib dich zu erkennen. Hallo. Hallo, Brief. Hallo. Geht hier nicht so eine tote Brieftaube einfach? Ist hier nicht ein Brief drin? Nein, alles Quatsch. Alles Quatsch. Na los. Mehrere Briefe. Ja, uns fehlt ja nur noch einer. Komm. Wo ist er? Brief unten rechts. Brief unten rechts. Flasche, Frosch, Schnecke, Zeugs. Ratte. Brief unten rechts. Was ist mit euch kaputt? Alter, in der Öl... Alter, das hast du doch gegoogelt, Junge. Mal im Ernst. Gebeine. Drei Knochen fehlen uns noch. Ansonsten ist hier nichts weiter drin. Doch, hier ist noch ein unsichtbares Zeichen. Und noch Knochen. Natürlich. Sonst noch irgendwas? Nee. So, hier ist noch eine komische Blume. Von der haben wir jetzt aber gerade nicht so viel. Fass. Ein altes, von der Nässe zerstörtes Fass. Eine schwere Eisenkugel. Na, was ein Zufall. So, die können wir glatt noch hier anhängen. Yay. Und noch eine schwere Eisenkugel, die wir hier anhängen können. Und schon haben wir ein weiteres Wimmelbildrätsel. Das sind aber viele in dem Spiel, ey.
Hier steht übrigens Glocke, Vogel und Buch mal wieder. Bloß gut haben wir das direkt gefunden. Vogel. Glocke. Fußfesseln, Puppe und Knochen. Ha. Glocke. Irgendeiner von euch eine Glocke? Hier sind ganz viele Glocken. Das könnte der Knochen sein, könnte die Puppe sein. Lalalala. Finde ich super. So, Trophäenkopf. Nein, ist nicht der, aber der hier. Gefäß, Rad. So, die Scheiße mit dem Gefäß. Natürlich ist ein Glas und ein Gefäß. Hier sind die Fußfesseln. Wieso ist das? Das ist auch kein Gefäß, oder was? Das ist auch kein Gefäß. So, Glocke fehlt mir immer noch. Unter dem Wolfskopf. Ja, das macht Sinn. Gefäßrad, Eidechse, Gabel, Harfe, Schlüssel. Gabel, Gefäß und Rad. Gabel. Gefäß. Und wo ist das Rad? Ah, hier ist das Rad. Na Mann, 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 Mann. Ja. Lia Outcast hat völlig recht. So, wir haben noch ein paar Knochen gefunden. Einer fehlt uns immer noch. Szene abgeschlossen. Ja. Können wir hier erstmal wieder hinfriemeln. Ansonsten ist hier erstmal nichts mehr. Und hier Teil des Schildes. Den können wir uns erstmal hier grabben. Nee, Szene abgeschlossen heißt ja, hier ist nichts mehr. Wo kommt da diese scheiß blaue Rose hin? Ah ja. Puh. Hier steht Kelch, Skelett, Arm und Zange. Zange und Kelch. Genau. Als Pflock, Papier, Frosch. Ja, gern geschehen und allerliebsten Dank. Das ist zu laut eingestellt, ich erschrecke mich heute tierisch darüber. Danke für den Wimmelmontag. Hoffe, das Spielen macht genauso viel Spaß wie das Zugucken. Doppelpunkt, Runde, Klammer. Doppelpunkt, Runde, Klammer zurück. Gitter. Nosferatu, du hast 225 Gegenstände gefunden. Du hast diese Auszeichnung erhalten. Ewiger Wanderer. Ja, holy shit, noch eins. Waage, Vorhänge, Schloss, Schlange. Eine Waage, hier genau. Schnecke, Spinne, Kerzenhalter. Kerzenhalter. Schnecke. Spinne. Flock, Papier und Frosch. Wenn ich eins davon gefunden habe, sind die anderen Sachen garantiert in der Nähe, aber ich
Flock, Papier und Frosch. Eins. Nichts davon ist in der Nähe. Toll, hier ist der Flock. Und wo ist der scheiß Frosch? Hier. LOL. Über den bin ich doch schon 1000 Mal drüber gehabert. Nicht zu fassen. So, hier, Kollege. Vervollständige das Skelett. Achso, jetzt muss ich die Sachen nur anklicken, oder was? Nein. Achso, hätte ich gucken müssen, was passt und was nicht? Huch. Hä? Achso. Da waren noch ein paar falsche Teile mit bei. Alles klar. Das hab ich gar nicht gepeilt. We must now give him a decent burial, as he wished. We must find a way to transport it to London. The cemetery is the proper place. It is close. Wir müssen einen Weg finden, es zu transportieren. Mitgenommen. The cemetery is overrun by corruption. Ich sagte, das ist voll parasitenmäßig hier. Ich sage ja, Alex Mercer war hier. Look at those graves. They are intended for close associates oh, of the Queen. Immer noch hier total fancy. This cemetery is a centerpiece for the new world. The resting place ja. of the elite vampires. Ja. Ein Typ, ey. We cannot leave the body of a Christian in a tomb corrupted by evil. Verändertes Grab, verändertes Grab, verändertes Grab, verändertes Grab. Podest des Verderbens. Sieht wie eine Art Bewässerungssystem aus. Das Verderben wird in den Särgen hervorgerufen und durch den Rest der Vampire verbreitet. Dies wird mit Runensteinen aktiviert. Ech. Ah ja, hier steht Besen, Eimer und Kerzen. Eimer, jetzt noch Besen und Kerzen. Besen und Kerze. Roter Stoff, Handschuh und Eidechse. Roter Stoff. Kürbis, roter Runenstein. Handschuh wahrscheinlich. Ja, ja. Wir haben es verstanden. So, Teller, Topf, Handabdruck. Hatten wir ja auch lange nicht mehr. Dann den Zapfen, Eidechse, Vorhängeschloss. Vorhängeschloss. Dann Zapfen. So, war Schlange nicht? Das nicht? Nee, Kürbis. Dann halt Kürbis. Da. Eidechse, Teller und Topf. Topf. Teller. Eidechse. Wo ist sie denn? Komm, put, 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 put. Komm. Eid, 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 Eid. Jetzt komm her, du blöde Eidechse. Du hast es geschworen. Haha. Badumpsch. Na Leute, wo ist die Eidechse? Hä? Da diese Frosch. Da diese Kobra. Da diese Eidechse. Auf der Kiste, du hast recht. Yay, ich habe einen Runenstein gefunden. Yay, 1, 2, 3, yay. Nom nom. Und jetzt? Also an und für sich, bevor wir den Hinweis wieder völlig umsonst versauen, mit denen hier erstmal abliefern. Mich würde halt interessieren, wohin mit dieser scheiß Blume. Sag mal an. Hier gibt es im Moment nichts zu erledigen. Vielleicht wollen wir woanders weiter suchen. Echt jetzt? Ach, die Scheiße mit der Kugel. Ja, was weiß ich. Komm, sag doch mal was jetzt hier hinweismäßig. Rüstung, hä?
Ach, der kriegt jetzt... Wieso kriegt der die Blume? Kann nicht mit bloßen Händen entfernt werden. Dann schmeißt das Skelett drauf. Schade eigentlich. Nicht mit bloßen Händen. Wir brauchen ein paar Handschuhe. Die es jetzt zufällig wieder in irgendeinem Wimmelbild irgendwo gibt. Oh, jetzt wird's so random. Na, noch hier? Ah, toll, war so klar. Nest, Frosch und Kompass steht hier. Nest, Frosch und Kompass. Frosch. Kompass. Und wo ist das Nest? Da. Handschuhe, Lupe, Schwert. Schwert. Lupe. Wo auch immer die Handschuhe sind. Hier. Fernglas, Vogel, Skelettarm. Fernglas. Wo ist der Vogel? Da ist ein Vogel. Und wo ist der Skelettarm? Ich nehme auch deinen Kopf mit, mir ist das egal. Aber das Spiel sagt, es will den Arm haben. Schöner Hut. Indiana Jones ist ja auch schon eine ganze Weile nicht mehr gewesen, aber er war hier, wie man alle, wie man unschwer erkennen kann. So, Pfeile, Tabakpfeife, Skelettarm. Jetzt erstmal die Pfeile, dann die Tabakpfeife. Und jetzt fehlt mir immer noch dieser... Ach hier, schau mal einer an. Wundervoll. We have them Handschuhs. We have them Kugel. Die... War hier was? Erde. Das Verderben ist schwächer in diesem Grab. Wir sollten die Quelle zerstören, um sie vollkommen zu vernichten. Teil des Schildes. Wow. Das benutzen sie aber gern hier, das Ding. Und ein Runenstein. Na bloß gut. Klick und klick. So, und jetzt komme ich wieder. Ziehe die Kugeln auf ihre entsprechenden Farben. Die Bewegung der Kugeln kann durch Wände und andere Kugeln behindert werden. Ach so. Hä? So. So. Das war ja totaler Blödsinn. Macht das Sinn, die... Nee, es macht garantiert keinen Sinn, die zuerst loszuwerden. Oder? Doch? Achso, nee. Macht's nicht. Jetzt kann man die nicht mehr bewegen. Schade. Ech. Erstmal so. Ist denn jetzt interessant? Jetzt haben wir hier wieder eine Möglichkeit, irgendwas im Viereck umherzubewegen, was ja
überhaupt nichts in der Sache ist. So. Blau hier hin. So. Nein. Ah, verdammt. Ich depp. So. Hey, was ist denn? Das hat doch gerade ebenso gut funktioniert. Hä? Sekunde. Die ist hier safe. Ah, okay. Suche ich mal dann blau rein. So kriegt man da rosa rein. Ist aber viel. Ja. Viel sinniger. Kriegt er jetzt grün da zum Stehen und rosa einen war da unten. Naja, bringt uns auch überhaupt nichts. Alter, gehen wir auf den Docht. Nee, das war vorher besser. Das war gerade besser. Kriegen wir das da jetzt nochmal so hingelegt? Ja, wahrscheinlich gar nicht. Fuck. So. Erstmal wieder den blauen hier. Ha. Wir kriegen Rosa nicht vernünftig gestoppt, oder? Warte mal kurz. Alter, wie kriegen wir den jetzt genau vertauscht? Warte mal kurz. Typen herein. Wir werden die Leiche in den unveränderten Sarg Massinis ablegen. Entferne die Erde, die den Boden bedeckt. Womit denn? Lass mich raten. Mit dieser Schaufel. Jetzt könnte ich wieder gehen. Ich könnte jetzt wieder gehen. Wenn ich jetzt einfach wieder gehe, habe ich die Schaufel nicht. Hä? Nee, ich habe es trotzdem nicht. Hier steht übrigens Fledermaus, Fernglas und Flasche. Flasche. Fernglas, Fledermaus. Tasse, Brille, Lampe. Oh, das seht ihr selber. Lampe. Tasse. Wo ist die Brille? Niemand hat vor, eine Brille zu finden. Ha,
Harke und Sack. Dem Sack zeigen, was eine Harke ist. Da ist die Harke. Jetzt müssen wir nur noch den Sack finden. Mit dem können wir dann die Alte eintüten, die uns hier so einen Stress macht. So, was haben wir noch? Schwert, Tabakpfeife und Sack. Die Säcke. Ja, sehen wir so aus. Tabakpfeife und jetzt noch das Schwert. Wieder dieses blöde Holzschwert. Da muss ich sagen, in den letzten beschissenen Wimmelbildspielen, die wir hatten, haben sich die Sachen nicht so krass oft wiederholt. May his soul rest in peace. Als ob. Vorher hat sie in pieces gerestet, hatte ich auch nicht gestört. I hear nothing. I hear nothing. Do not be so naive, Doctor. Eternal peace is only a means to enslave the faithful. Believe me, nothing can weaken or ease the torment of a soul. Okay. This is nonsense. Meint er jetzt uns? Igor, widersprichst du uns? Wie kannst du nur? Ja, bitte. Yay, Stärke! The spirit of Alessandro Massini at last has a decent burial. And now, Master? The book tells us nothing about the burial of the next person. We know that Antoine Crozat disappeared in America, but we do not know where. The only clue we have right now is a statue of him. In Paris. In Paris? Na dann werden wir doch direkt da mal schauen. We had gained the favor of half the members of the Order of the Dragon, but the corruption of the world seemed to hound us. Maybe things could be different in the new world. Hashtag Igor, Liebe, wie geil seid ihr denn? I hope that statue will disclose the burial place of the fourth knight. Probably. Secret orders love treasure hunts. Igor too. But it is often too complicated. Ja, zu kompliziert. Igor sagt es. Und deshalb, liebe Freunde, spielen wir im Laufe der Woche noch weiter. Jetzt an dieser Stelle darf ich mich von euch verabschieden. Morgen wird ein langer 1080 Nerdscope und Dr. Freud Dreh. Und ich muss jetzt leider noch ein bisschen was zusammen tippen und schreiben, ja, wenn es hart auf hart kommt. Von daher, es hat mir riesig Spaß gemacht mit euch wieder. Ich mag unsere Wimmelbild-Montage, unsere WMs. Und bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser, lasst euch nicht unterkriegen, haltet die Ohren steif.